Bei der letzten Videopodcast-Folge durfte ich ja das Mountainbiken ausprobieren. Es waren zwei Räder im Spiel. Heute habe ich mir gedacht, Challenge accepted, ich probiere das Ganze auf einem Rad aus. Und in Kürze ist der Jonathan Oberlechner da und wird mir das Einradfahren beibringen, hätte ich gesagt. Schauen wir, wo er ist. Da ist er. Jonathan. Servus. 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 Schon lange nicht mehr gesehen. Ich grüße, ja. Kann man so sagen. Sehr voll. Cool, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute deine Leidenschaft, das Einradfahren, ausprobieren dürfen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Was erwartet mich? Kronenzeitung. Ja, ich werde dir heute eine kleine Einführung geben. Wir werden versuchen, dass du die ersten paar Meter am Einrad zurücklegst. Ja, sehr cool. Gibt es irgendetwas, was man gleich beim allerersten Mal über das Einradfahren wissen muss? Dass es Spaß machen wird wahrscheinlich. Ja, klar. Okay. Das ist das Wichtigste. Ja. Spaß an der Bewegung, Spaß am Sport. Das ist das Um und Auf. Sehr cool. Und davon gehe ich aus, dass wir das heute haben werden. Wir haben ja in der Podcast-Folge, wo du bei mir in der Krone-Redaktion warst, geplaudert ein bisschen, ja, was es denn alles gibt, was du alles machst, welche Rekorde und so weiter du aufstellst. Jetzt hätte ich eine brennende Frage. Du hast ja im Audio-Podcast gesagt, du hast mit 8 Jahren bereits angefangen. Genau. Ich bin 38 Jahre. Glaubst du, dass ich das ähnlich schnell vielleicht erlernen kann, wie du es gemacht hast? Du, ich glaube schon. Also ich muss ehrlich sagen, das Alter spielt keine Rolle. Man kann mit jedem Alter das Einradfahren lernen. Und ich kenne ein paar, die fangen erst mit 60 an. Ich kenne ein paar Junge, ja. die fangen mit 7, 8 an. Also es gibt da keine Altersobergrenze. Ah, sehr cool. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und wir sind jetzt da in Feschnig, in Klagenfurt, im Feschniger Skaterpark. Und ihr habt einfach gesagt, wir legen los. Jawohl. Auf geht's. Machen wir. So, eins, zwei, drei. Boah. Noch einmal mit Schwung auf. Ich halte im Notfall. Kommst dann ein bisschen zum Workout heute. So, eins, zwei, drei. Ja, jawohl, super, super, jawohl. Super. Ein bisschen weiter rauf. Geht. Ja. So, gerade stehen. Ja. Keine Angst haben. Mhm. Super, schön aufrecht. So. Schau, bis, na, bitte. Bis zum Baum rauf. Ja. Ja. Super. Gutes so. Gleichgewicht. So, und optimal. Jetzt soll ich mich da festhalten. Bei dir? Bei mir. Jetzt kannst du da auf der Schulter festhalten oder wie du willst. Ja, Schulter festhalten. So. Und jetzt. So, nicht nach hinten rollen, weil sonst gleitet da das Einrad. Aha. So, aber jetzt sind wir besser oben. Ja. Und jetzt? Sehr gut. Und jetzt? Jetzt? Machen wir mal einen Schritt. Na, haltest du weiter am Ganzen fest. Ja. Und jetzt tritt es einfach links, weiter, links. Ganz langsam, nicht zu weit vorne. Ja. Schön aufrecht. Nicht zu weit nach vorne lehnen. Hoppa. Hoppa. Sehr gut. Da ist aber das Kleine aus. Erst. Aber ich bin oben, das ist gut. Super. Ja, super. Was? Super, schau, siehst du. Nein, ich bin immer aufrecht. Halt dich doch fest, ja? Eisenrot festhalten. Sehr gut. Die Fingerlängel lag gleich gestutzt. Da an dem kannst du auch festhalten, oder? An der Schnur? Ja, das probieren wir. Ja. So. Und jetzt. Wow. Sehr gut. Steig mal richtig auf. Ja. Super, ja. Jetzt so. Besser um. Und jetzt schön langsam. Notfall kannst schön. Jawohl. Ah, fast. Schaut, aber die ersten Meter sind immer die. Ja, es ist gut. Das ist. Aber so von der Größe passt es, gell? So habe ich gesagt.
wenn ich dir sage, wo jetzt der Sattel ist. Es macht noch keinen Spaß, aber wir arbeiten dran. Eins, zwei, drei. Ja. So. Gut, dann kommen wir da das Netz hinten. Ja. Mal schauen, so, warum geht nicht? Ja. So. Knoten drinnen. Wunderbar. Was kostet so ein Radl, wenn man es neu kauft? 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Sehr gut. Die Übungsbikes? Die Übungsbikes? So die ganz kleinen. Ja. Es gibt von 16 bis 36 Zoll. Ja. Aber die kleinen fangen so mit 24 Zoll an. Ja. Die kosten 300-400 Euro. Also mit guter Qualität. Preisspanne, was ich da jetzt hinmachen könnte, 1000 Euro. Habe ich eingesteckt. Aber das ist ziemlich robust. Ja, achso, das haltet das aus? Ja. Sehr gut. Ready? Eins, zwei, drei. Boah. Ja, gut. Das gesehen. Bisschen schön. So, warte. Dran. So. Und jetzt? Langsam. Jawohl. Schau, wie geht. Ja, weil ich so weit vorausschau. Und treten. Ja. Mal oben halten. So, eins. Hopp! Schau, der will nicht. Jetzt weit hinten. Ja. Ja. Gut. Shit. Ma! Geh! Das gibt's ja nicht. So, noch einmal. Positionieren. Come on, Patze. Patrick. Patrick. Geh mal. Halt mir die Daumen. Ich zähle auf die. Zwei. Drei. Hopp. So, sorry. Deswegen kein die Problem. Protektoren, gell? Wegen die Anfänger. So. So. Gibt's ja nicht. Eins, zwei, drei. Ja. So, gut, jetzt wieder gut. Du. Gut. Jawohl. Gut. Jetzt einmal ruhig oben stehen. Positionieren. Positionieren. Schön, dass du bequem sitzt, das ist wichtig. Ja, genau. Siehst, schon meldet er sich. Konzentrieren. Naja. Konzentrieren. Bitte. Aufrecht, leicht nach vorne. Nach vorne schauen, also vorausschauen. Ja. Vorne. Ui. Ja, ja. Gut. 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 Bist du. Gut. So. Warte, ich muss noch einmal positionieren. So, hopp. Ja, ja. So eine Freude gehabt, also ich war so kurz davor, dass ich alles richtig mache. Wirklich kurz. Wirklich kurz. Also man sieht, das ist nicht so einfach. Ja, Hut ab, also Respekt. Also und ich sehe, du quälst dich, aber du bemühst dich. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Danke vielmals. Und man merkt ja wirklich auch, dass du nicht aufgibst. Ja. Du bleibst dran. Aufgeben du meinen Brief. Du wirst unbedingt Meter für Meter weiterkommen. Ja. Und, ja, das zeichnet eigentlich einen guten Sportler aus. Dankeschön. Dabei bleiben, das ist das Wichtigste. Üben, üben, üben. Go for gold. Go for gold. Auf drei. Eins, zwei, drei. Boah. Das ging fast von an. Ja, so. Ja. Pedal. Richten, ja, gut. Pedal. So. Richtung machen. Richtung. Zack. Jawohl. Und. Ist das. Und. Ja, ja, schau, du machst es fast schon allein. Ja. Da, schau, wie geht's. Schau, wie geht's. Ah, ja. Aber du siehst. Schau, wie geht's. Schau, wie geht's. Ich fahr mit dem Einrad. Ha. Mist.
Das werden wir machen. Jetzt schauen uns schon so viele Leute zu, wie ich mich da quäl. Wir werden Eintritt verlangen. Was soll das davon? Das machen wir. Das machen wir. Eins, zwei, drei. Schau, jetzt habe ich gar nicht mehr geholfen. Ja, ja. Soll das da? Aha. Soll ich jetzt einmal weggehen? Ja. Vielleicht war das der Fehler. Nein. So, langsam nach vor. Ja? Ja. Schau, wie geht's. Ja. Und die ersten Meter fast allein. Geh, okay, cool. Sehr cool. So. Das gibt's ja nicht. Und mit mir fahren wir da rum. Ja. Mama. So. Eins, zwei. Das ist ja ganz eine gute Idee, mit dem Polder dagegen treten, wenn ich da bin. Ja, gut, 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 gut. Ja, schau, wie geht. Neuer Rekord. Ha, bist du deppert. Was ist der Rekord im Guinness-Buch? Ein bisschen mehr als das. Ja, 24 Stunden Weltrekord. Haben Sie die auch so gequält wie immer? So, aber jetzt, ich spür's. Der Suppen rinnt mir runter. Oh. So. Aber so vom Drive her habe ich schon jetzt einen raus. Jetzt fährst du dahin allein und dann stützt du ab bei mir. Ja. Eins. Zwei. Schau, fällt mir wieder. Ein Ausatmen und. So. Das ist eigentlich wie Radl fahren. Mit zwei Radl. Eigentlich. Ja. Halt. So, positionieren. So, jetzt haben wir gesagt, wir fahren. Ja, ja, gut, gut, gut. Ruhig bleiben, weiter treten, weiter treten, weiter treten, weiter treten. Jawohl, schau bitte. Souverän, souverän, souverän. So, ich wollte noch mal kurz, weil da war ein Ameisen, die wollte ich drüber lassen. So. Kämpfen, Batze! Kämpfen! Das ist ja ein Leistungssport, was? Ja! Na, so schlecht bin ich auch nicht. Jetzt treten. Ja, schade. Sehr schade. Ich bin ein paar Meter gefahren. Ja. Hätte ich gesagt. Freihändig zwar noch nicht, aber es ist, muss ich echt sagen, es ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll und sehr, sehr fordernd, also was man sieht, Schweiß gebadet. Jonathan, ich werde jetzt dir noch einmal über die Schulter schauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden ein bisschen ins Skaterpark, da mit den ganzen Hürden, hätte ich gesagt, ja, ein bisschen durchfahren. Ja. Und ich begleite dich. Super. Alright, machen wir. Machen wir. Ja, wie vorher angekündigt, der Pause ist vorbei und ja, der Jonathan wird das Ganze, was ich da jetzt mache, also das Jonglieren mit drei Bällen, macht er jetzt noch zusätzlich am Einrad. Wie das Ganze ausschaut, ja, los geht's. Erste Runde, erster Ball. Wunderbar. Highspeed-Attacke auch noch. Sensationell. Zweiter. Hopp. Wunderbar. Ah, Wahnsinn. Und dritter Ball auch noch. Hopp. Jawohl. Und los geht's. Unglaublich. Unglaublich. Am Einrad das Ganze. Am Einrad. Und nächste Steigerung ist Witze erzählen. Ja, Wahnsinn. Sehr geil. Und ohne irgendetwas, einfach, jawohl. Sensationell. Und ob ich das Ganze schaffe oder wann ich das erste Mal schaffe, am Einrad allein zu fahren, ja, ich gebe nicht auf. Und you can do it. Jonathan, nach getaner Arbeit heute, ich habe mir sehr, sehr schwer getan,
das Einradfahren wirklich auszuprobieren. Über das möchte ich mit dir noch ein bisschen plaudern. Aber zurück, die Zeit vor einem Jahr, da warst du bei mir in der Krone-Redaktion und wir haben ein bisschen über deine Leidenschaft gesprochen. Was hat sich in der Zwischenzeit in diesem Jahr getan? Hast du vielleicht wieder einen neuen Rekord aufgestellt? Rekord habe ich momentan keinen in Aussicht, aber ich habe weiter trainiert, ich habe konsequent meine Touren durchgezogen und die Motivation ist nach wie vor vorhanden, das ist ganz wichtig und der Spaß darf natürlich nicht fehlen. Sehr cool, ich habe dich ja auf Instagram ein bisschen verfolgt und da habe ich gesehen, du hast auf dem Einrad eine Strecke von 50,2 Kilometer zurückgelegt. Wo warst du da unterwegs? Ja, ich habe viele Strecken in letzter Zeit zurückgelegt. Die anstrengendste Strecke war wahrscheinlich auf dem Läubelpass hinauf. Aber am Läubelpass bist du nicht jonglierend hinaufgefahren? Ja. Nein? Das wäre dann noch die Steigerungsstufe. Nein, ich wollte einfach nur raufkommen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ohne abzusteigen. Sehr also es war wahnsinnig hart. Und oben am Läubelpass bin ich dann auch durch den Tunnel durchgefahren, bis zur slowenischen Grenze. Das war auch nochmal ein Highlight. Ich habe auf meinem Einrad ein kleines Licht montiert, das habe ich dann eingeschalten extra. Cool. Ja, und bei der Grenze, was haben die gesagt, fahren Sie weiter, aber ja, Reisepass. Die Grenzposten, die haben erst einmal gestaunt. Ja. Und dann habe ich salutiert, so aus Respekt. Ja. Und sie haben eigentlich erstaunt gewirkt und ich bin dann einfach weitergefahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das schon wer vor mir gemacht hat, aber das sei dahingestellt. Es geht einfach um das Erlebnis. Es geht einfach darum, Sachen zu meistern und zu erreichen, die einfach außergewöhnlich sind. Auf eine andere Art und Weise. Wenn du jetzt das Ganze bewerten müsstest und ich gebe dir 5 Kronen. Ja. Ja. 5 Kronen ist natürlich das Maximum, was man erreichen kann. Wie würde deine Bewertung mir gegenüber ausschauen? Also ich würde dir 3 bis 4 Kronen geben. Ja? Du hast dich tatsächlich gut angestellt. Man hat gemerkt, du hast Motivation, Kampfgeist. Ich habe zum Schluss gemerkt, du wolltest gar nicht mehr vom Einrad weg. Ja. Also man hat wirklich gemerkt, dass es dir Spaß macht. Jetzt liegt es natürlich an dir, ob du weiter probieren möchtest. Sonst war es allemal Erfahrung für dich. Und absolut. Für mich war es auch lehrreich, gerade Anfängern was beizubringen. Sehr cool. Und du hast es ja angeboten, völlig kostenfrei jedem zur Verfügung zu stehen, der das auch machen möchte und deine Sportart ausprobieren möchte. Ja. Bleibt mir noch zu sagen, Jonathan, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage danke, Patrick, du hast dich tapfer geschlagen. Mach weiter so. Wunderbar, ich gebe mir Mühe und ich bleibe dran und vielleicht, ja, du hast gesagt, Übung macht den Meister. Ich gebe mein Bestes. So schnell geht wieder eine weitere Folge von Einwürfe hautnah vorbei und ja, ich freue mich wie immer über eure Bewertungen, wie ihr es verfolgt habt, über eure Kommentare und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wir sehen uns. Krone und ich. Kronenzeitung.